Mein Gast heute Abend ist eine junge Schauspielerin, die Sie aus zahlreichen Serien kennen, die jetzt aber in einem großen Sat.1-Movie zu sehen ist, nämlich in der Love-Romantic-Action-Movie-Komödie Traumprinz in Farbe. Zum ersten Mal bei uns heute Abend Sophie Schütt. Der heutige Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause, steht noch mehr unter dem Bildungsanspruch, den wir ja haben. Schade, es hat nicht geklappt. Was? Du musst ja auch das Glas mit dem kompletten Mund umschließen. So ein Glas mit dem kompletten Mund? Schaffst du das nicht? Nee. Kannst du das? Ja gut, dann muss man dann... Willst du ein frisches Glas haben? Ja, nee. Ja, was? Dein Mund ist doch groß genug, um das ganze Glas zu umschließen. Ja, aber doch nicht, dass ich dann noch trinken kann. Ich bin doch keine Seriendarstellerin. Der heutige Abend ist sehr lehrreich, auch für Sie zu Hause. Falls Sie schon mal Papier und, wie heißt das, Bleistift zurechtlegen wollen. Hat man überhaupt in deutschen Haushalten noch Papier und Bleistift oder haben alle noch einen Laptop? Ja, einen Laptop haben, glaube ich, immer noch die wenigsten. Immer noch die wenigsten. Ja. Obwohl wir natürlich in einer Online-Gesellschaft leben. Aber man muss sich ja auch die Webadresse notieren erstmal mit... Das ist es. Man muss hier erstmal die Webadresse notieren, aber heute, meine Damen und Herren, können Sie zu Hause mitschreiben. Wir schreiben heute in Zeiten, von denen alle immer von Diktatur und Diktatoren reden, ein Diktat. Denn auch Diktatoren diktieren ab und zu mal Diktate und wer es nicht richtig schafft, der fliegt raus. Wir schreiben heute ein Diktat, aber nicht irgendein Diktat, sondern das ist der Schulbuchverlag, mit dem ich meine ganze Schulzeit bestritten habe, der Klett-Verlag in Stuttgart. Schleichwerbung für den Klett-Verlag. Ja, morgen kaufen Sie, Millionen kaufen Sie morgen Schule- und Mathebücher vom Klett-Verlag. Es gibt auch ganz tolle andere Schulverlage. Zum Beispiel? Cornelsen. Oh, auch. Kenne ich auch. Hatten wir aber nicht, hat man hier, glaube ich. Ja, hier. Genau. Ja. Was noch? Ja, so. Ja, es gibt unsere tollen. Bitte, wer? Unsere Schulbuchverlage. Und das ist, schauen Sie hier, Diktatfundus. Zwei Fremdworte in einer Überschrift. Ja? Der Diktatfundus, ein Textangebot. Mit methodischen Anregungen für die Klassen 7 bis 10. Das ist in etwa das Niveau hier in der Show. Ja? Und wir werden hier ein Diktat schreiben. Dazu bauen wir jetzt um in ein Klassenzimmer. Oder nicht? Bauen wir nicht um in ein Klassenzimmer? Doch. Habe ich was falsch gemacht? Nein, nichts. Nein. Was heißt das hier? Wolltest du nicht noch irgendwie, du hast doch gerade noch ein Buch in der Hand. Welches Buch? Na, das andere Buch. Das ist eine Überraschung. Ach so, ist eine Überraschung. Ja, entschuldige mal, das ist doch der Spannungsaufbau. Okay. Ja, soll ich beide Bücher schon jetzt verheizen? Was, zeig mal. Ja, du hast auch die Hand zu Hilfe genommen. Was? Du hast auch die Hand zu Hilfe genommen. Das ist wirklich ziemlich groß. Ja, natürlich. Ja. Wie, das Buch jetzt sollte ich auch schon zeigen? Hallo! Sehr gut. Da muss ich aber echt sagen, da wo ich dich so gesehen habe, Folter soll wieder in werden in Deutschland. Ja, es haben sich jetzt irgendwie zwei Spitzenjuristen dafür geäußert, dass in Einzelfällen die Folter, hast du es nicht gelesen? Ja, habe ich gelesen. Dass die Folter wieder, mach das mal, stell das Glas mal auf den Boden. So, und jetzt knien. Ja, ich knie mich hin, nicht, dass du nur... Ich kann es nicht, du hast es doch gesehen, knie dich doch mal hin. Hände auf den Rücken. So. You want a new contract drink? Nicht wirklich jetzt, oder? Ja, kannst du das oder nicht? Du hast dich vom Tisch gerade aufgemacht. Ja, aber... Willst du nicht? Doch. Willst du nicht, warum nicht? Lass doch mal. Willst du nicht, oder was? Doch, Chef. Du hast doch gerade aufgemacht. I want a new contract. Ja, Nein, ich sag das doch nicht, das war jetzt in der Rolle gesagt. Ach so, das war in der Rolle gesagt. Ja, hast du gemeint von mir privat? Naja. Nein, in der Rolle. Ja, manchmal habe ich ein bisschen Angst vor dir. Also, wieso das denn? Ja. Nein, wieso das denn? Nein, ich wollte. Das war jetzt nicht ich als bin, ich. Weißt du, dass meine Mutter angesprochen wird von Leuten, als es um die Viva-Geschichte ging, ja? Ob du wirklich sauer auf mich warst, dass ich da diese Sendung gemacht habe? Ja, warum? Weil ich eine Schauspielausbildung habe.
Weil das so toll von mir gespielt ist. Ja, aber irgendwie, ist. Manchmal ja? kriege ich dann eben auch, weil ja, das natürlich. So toll gespielt ist. Ja. Ich möchte auch, dass du mal heulst. Ja, da kriegst du echt Angst. Wieso hast du nur gespielt? Ja, aber das wäre doch jetzt wirklich erniedrigend. Das wäre doch nicht erniedrigend. Wieso? Das wäre eine Rolle gewesen. Ich, okay. Stell es hin, es ist nicht erniedrigend. Ich würde es ja auch machen. Hier, bitte, da, mache ich selber. Ja. Wie bei einem Kind. Wie bei einem Kind. Ja, schau, es ist nicht kalt. Ich gehe auch rein. Ja. Es ist ja überhaupt nicht. So. Yes, I... All my life I watch Power Rangers. I love American movies. Sure. Hi. Ich komme mit dem Mund nicht rüber. Ja, ja. Helmut auflecken. Nein. Das war doch nur die Rolle. Ja, ich hab's noch gemacht. Guck mal, schau dir mal diese Gläser an. Das deutsche Wertarbeit, oder? Ja, ja. Das sind deutsche Gläser aus Zwiesel. Ja? Ich wische es selber auf. Ich mach das. Nein, komm. Wieso ja das denn? Vertrag. Na, wieso das denn? Ist ja meine Rolle. Also ja, aber wischen habe ich nie gesagt. Lecken. Nein, hör mal auf. Helmut, bitte. Also, das entgleist ja jetzt völlig, aber du ja. bist wieder schuld. Nein, ich bin überhaupt nicht Na, du schuld. Hast wieder angefangen mit diesem blöden, ich würde dir Angst machen. Du bist schuld. Helmut, lass es doch bitte. Das ist auch noch eine Rolle. Was denn? Ich kann hier aufwischen. Ja, aber trotzdem. Na ja, gut. Jetzt bin ich einmal dabei, kann ja weitermachen. Ist es denn so schlimm geworden mit den Ohren, dass ich zwei Hörgeräte... Ist es besser geworden jetzt mit dem In-Ear? Komm, ich helfe dir. Also wir lassen... Ja, mach auch mal ein bisschen. Ich muss weitermachen. Das ist zu viel Sendezeit, ja? So, lass dir Zeit. So, heute schreiben wir ein Diktat. Hatte ich das schon gesagt? Ja. Nachher wird noch ein anderes Buch vorgestellt, aus Spannungsgründen. Überraschung. Ja, von einem Autor, der die Folter abgelehnt hat, mhm. Zeit seines Lebens und immer sich für Menschenrechte und vor allem für Frauenrechte eingesetzt hat. Sie ja. können zu Hause schon mal raten, wer das ist. Sie können mitschreiben zu Hause, wenn Sie... glauben, dass Ihr Spezialgebiet die Getrennt- und Zusammenschreibung ist. Das machen wir heute. Da habe ich heute ein Diktat rausgesucht aus dem Klett-Schulbuchverlag in Stuttgart. So, ihr vier setzt euch hin, ja. wenn es euch nicht stört, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Nein, nein. Fühlt euch ja nicht, soll ich Hans Blix anrufen? Ja. Ist es okay? Ja, nehmt Platz. Sind die Stühle okay? Soll ich sie heizen lassen? Ja. Wir sind nur zu dritt. Ja, zu dritt. Aber wir haben noch eine liebe Kollegin, Madame Nathalie. Sie wird auch auf Deutsch ein Diktat schreiben. Sie wird noch mal den Ball fallen. Habt ihr Hälfte? Normalerweise holt ihr ja der Klassensprecher. Ja? Lika Nathalie. Jetzt habe ich gar keinen Stift. Ja, Helmut hat wieder einen Stift vergessen. Ja, das ist ja wieder. Ich habe da vorne einen Edding. Wo? Der ist zu breit. Hier. Danke, Andrea. Schwarz. Oh, danke, Andrea. Denn wie viel haben wir? 20 Cent? So. Dankeschön. Wenn ich sage, Stifte weg, schreibt keiner mehr. Ja? Wer abschreibt, wird hingerichtet. Außer natürlich so Manuel. Es wird nicht abgeschrieben. Ja, ist ja gut. Ja. Wir haben da noch gar nicht angefangen. Ich habe Ihnen nur gesagt, dass Deutsch mit SCH geschrieben ist. Nee, ich habe dich nicht geschrieben. Wieso? Wie hast du Deutsch geschrieben? Nein, ich habe mit richtig CH. Geschrieben. Nee, du lügst an. Deutsch? Ja. Ja, du lügst an. Ich lüge an. Ich nehme auch gerne die Schuld. Ruhe jetzt. Ist ja, mir reicht es jetzt mit diesen Frechheiten. Ist ja nur eine Rolle. So. Es geht los, 178 Worte. Das Piano in der Hosentasche. Ist das der Titel? Der Bitte? Schreibt nicht. Überschrift, ja. Das Piano in der Hosentasche. Ich diktiere nur Punkte, keine Satzzeichen. No. Heißt echt so, ich bin nicht angesehen. Irgendwie, was denn, hallo? In der Hosentasche. Ja. Das Piano in der Hosentasche. Oh Gott. Der Stift schreibt nicht. Willst du einen anderen Stift? Ich hole mir jetzt mal meinen eigenen.
Du sollst nicht abschreiben. Nee, ich Nein, nicht abschreiben. Ich. Wirklich. Ich habe nichts gemacht. Nee, du guckst drüber. Das ist nur meine Richtung. Nein. So, da hast du geschrieben, das Piano. Ja, das habe ich. Irgendwie ist dieses kleine. Irgendwie ist dieses kleine und leicht zu spielende Instrument kleine und? Etwas Besonderes. Wir schreiben leise. Etwas Besonderes. Punkt. Irgendwie ist dieses kleine und leicht zu spielende Instrument etwas Besonderes. Beinahe. Moment. Das ist so schnell. Thema für den nächsten Elternabend. Ich habe das Gefühl, Sie diktieren zu schnell. Und das ist ja schon toll, wenn man so als Lehrer, das ist ja, erlebt ja unglaubliche Möglichkeiten, den Sadismus auszuleben. Ja, bitte. Das ist toll. Unter dem Vorwand, ich will euch helfen, dieses, das ist geil. Pardon, Monsieur, können Sie nach zu spielen weiter sagen, bitte? Das zu spielende Instrument etwas Besonderes, Punkt. Sind jetzt alle soweit? Nee. Beinahe jedermann, der es kennenlernte, beinahe jedermann, bitte? Jedermann oder jedermann? Beinahe jedermann. Beinahe jedermann. Beinahe jedermann. Jedermann! Der es kennenlernte. Der hat, Ruhe, hallo, hat es auch lieb gewonnen. Beinahe jedermann, der es kennenlernte, hat es auch lieb gewonnen. Punkt. Es wird lieb gewonnen. Es wird liebevoll. Es wird neuer Satz. Es wird liebevoll Seelentröster. Voll. Seelentröster. Seelen. Wie? 1, 2, 3? Seelentröster. Nicht Seelentröster. Nein, nicht Zählentröster, sondern Seelen. Seelen. Aber dieses Wort kennt ihr Franzosen ja nicht. Was heißt eigentlich Seele auf... Ah, Lahme. Lahme. Der Lahme kann wieder gehen. So. Was, Seelentröster? Oder Fifi genannt. Es wird liebevoll Seelentröster oder Fifi genannt. Punkt. Fifi genannt. Genannt. Ja, aber es ist nicht sehr aus. Ich würde hier gerne ein gutes Diktat schreiben und fühle mich echt gestört ja, von der Wand. Da musst du sagen, da hast du recht. Was passt hier nicht? Was passt hier nicht? Meine Aussprache? Ja. Meine Aussprache, ja. Weißt du, meine Aussprache... ein bisschen langsamer bitte sprechen. Genau, es gibt auch ein gewisses Sprechtempo, das vom Duden vorgegeben ist. Meine Französischlehrerin hatte schwäbischen Akzent. Chacun qui va chercher quelque chose. Da musste ich die Worte erraten. Ja, aber das war eine deutsche Akzent. Ja. Ich muss mit einer deutschen Akzent auf Deutsch verstehen. Ja, das wäre mich besser ein französischer Akzent. Punkt. Allerdings können auch, respektlose Namen wie Maulorgel oder Rotzbremse auftreten. Punkt. Allerdings können auch respektlose Namen wie Maulorgel oder Rotzbremse auftreten. Punkt. Lose. Nathalie hat ein Wörterbuch dabei, ne? Ah, was? Wo denn? Und wo vielleicht? Habe ich ein Wörterbuch? Andrak ist ein Streber. Das ist ganz klein. Aber wo? Schon, ne? Weiter! Es ist so ein Tatsache. Tatsache ist, die Mundharmonika hat
Ja? Die große Buchstabe, da zählt? Muss man wissen. Ja, natürlich zählt das. Ja, weil auf Französisch ist es nicht so wichtig, deswegen. Ja, das haben wir euch nie vorgeworfen, diesen Fehler. Aber es ist absolut wichtig. Die Mundharmonika hat vor etwa 175 Jahren... 175 ausschreiben? Nee. Die Mundharmonika hat vor etwa 175 Jahren ihren Siegeszug... Siegeszug um die Welt angetreten. Ihren Siegeszug um die Welt angetreten. Siegeszug. Ihren Siegeszug. Ich verstehe nie. Kann ich vielleicht aufhören nach dem Satz, weil die anderen sind deutsch. Ich könnte schon das gut bearbeiten. Lass mich stehen. Das würde reichen. Das Piano in der Hosentasche. Irgendwie ist dieses kleine und leicht zu spielende Instrument beinahe jedermann es nicht schlecht. Aber es ist natürlich schwierig mit der Zusammenschreibung. Aber ja, du hast eigentlich kein alles richtig. Vielleicht könnte ich danach ein bisschen nochmal lesen und Sie können weitermachen. Ja. Okay. Nach dem Satz. Ja, oder willst du diktieren? Nee, ist okay. Aber es ist gut. Ja? Ich meine, du hast mit manches auseinandergeschrieben, was zusammengehört, aber die Worte sind richtig geschrieben. Danke. Ist gut. Ich kann es nicht auf Französisch. Und bis heute Land aus, Land ein. Land aus, Land ein. War das jetzt ein neuer Satz? Nein. Ihren Siegeszug um die Welt angetreten und bis heute Land aus, Land ein. Nichts an Beliebtheit eingebüßt. Auch werden, ich kürze ab jetzt, auch werden, du warst beim Hineinblasen, Susanna. Ja, du wolltest abschreiben. Auch werden beim Hineinblasen oder Ansaugen der Luft die Stimmzungen zum Klingen gebracht. Die Stimmzungen zum Klingen gebracht und erzeugen die verschiedenen Töne. Punkt. So, wir müssen hier Schluss machen, sonst wären wir nicht fertig. Ich muss ja noch korrigieren. Und erzeugen? Was? Sie hat ja wirklich ein Wörterbuch, das gibt's ja nicht. Das darf nicht wahr sein. Und nee, ich habe es da gefunden. Und wenn ich sage, wo hast du das verstanden? Ja. Es ist deines. Ich habe genau gesehen, wo du es versteckt gehabt hast. Wo denn? Ich muss noch mal gucken. Sollen wir den Notenspiegel direkt schon irgendwie aufschreiben? Damit es einfacher ist? Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Ja. Hier, aus. Ich schreibe den Notenspiegel noch schnell ein, dann kann man das schneller einsagen. So. Ja. Ich schaue mir das jetzt schnell an. Denn ganz wichtig für den Pädagogen ist ja die Rückgabe der Hefte. Wie gebe ich ein Heft zurück? Das Piano in der Hose ist irgendwie dieses kleine und leicht zu spielende Instrument, etwas Besonderes. Ich muss ja gucken, ich weiß gar nicht hundertprozentig, wo man groß und klein schreibt. Leicht zu spielende Instrument, beinahe jeder Mann, der es kennenlernte. Fehler. Jeder Mann schreibt man klein. Was hast du da jetzt im Heft? Deins. Der es kennenlernt, hat es auch lieb gewonnen. Jedermann klein? Ja, wusste ich auch nicht. Ich dachte, der Jedermann in lieb gewonnen auseinander. Es wird liebevoll Seelentröster. Das, wie diese Auseinanderschreibung und Zusammenschreibung, das ist doch völliger Quatsch, oder? Man schreibt einfach irgendwie. Mir ist das zu blöd, das zu korrigieren. Also. Ja, wieso? Ich muss hier dauernd nachgucken. Ich weiß auch nicht, ob man liebgewonnen auseinander oder zusammenschreibt. Ja, warum suchst du denn ja dann das Diktat da aus? Ja, weil es so lustig ist, das Piano in der Hosentasche als Thema. Aber es ist, ich weiß es wegen überhaupt nicht. Wegen dem Hineinsaugen und Wegblasen. Ne? Ja, natürlich, hast du richtig geschrieben, groß. Ich mache nur, wer das richtig hat. Ein Fehler zerlet, besonders Jedermann auch. Siehst du, alle haben Jedermann groß geschrieben. Nein, ich nicht. Du nicht? Ich nicht, ich hab's klein geschrieben. Tatsache ist, das stimmt, Helmut hat alles groß geschrieben.
Nathalie hat das gut gemacht. Ich schreibe hier so anbiedernd. Bon. Danke. Susanna, das ist deine Schrift, Susanna? Ja. Ist ja Wahnsinn. Irgendwie ist dieses kleine und leicht etwas Besonderes. Instrument fehlt hier. Nein, das habe ich doch unten. Das ist doch ein Sternchen. Beinahe jedermann. Susanna hat es richtig. Der es kennenlernte, schreibt man auseinander. Hast du es auseinander? Soll das auseinander? Ja, natürlich. Nein, doch. Bei der Saugkraft. Doch, es ist auseinander. Und es hat lieb gewonnen. Hat es auch lieb gewonnen, schreibt man auseinander. Siehst du, habe ich Eddie auch nicht gewusst. Fehler. Es wird liebevoll Seelentröster oder Pfiffi. Pfiffi, nicht Pfiffi. Das liegt ja wohl an deiner Aussprache. Nein, überhaupt nicht. Das war ganz klar Pfiffi. Eindeutig, sehr gut. Ja. Ja. Allerdings können auch respektlose Namen wie Maulorgel oder Rotzbremse auftreten. Ich, was Tatsache ist, die Mundharmonika hat. Sehr gut. Das gibt noch eine Eins? Ja. Och, so viel Fehler. Sag mal, warst du früher eigentlich beliebt in der Schule? Bitte? Jetzt ist die Art der Hefterückgabe. So, und zwar gestaffelt nach, bei uns war das so, in Mathe war es gestaffelt nach schlechte der Noten. Ja, ging dann so, naja, Herr Zerlett. Scheiße. Okay. Das ist sehr gut, Susanna. Sie können auch... Das ist nicht mein Heft, das ist von Nathalie. Ach so, Und du hast es gut ich gemacht? Bin die Best, die ja, aber natürlich mit Betrug und mit allem. Nein. Ja, aber guck mal, von wem das ist. Das ist Manuel Andra. Wie kommt die denn an dein Wörterbuch? Das hast du reingeschrieben. Nein, hast du das reingeschrieben? Nein, ist dein Wörterbuch? Das ist Manuels Schrift, das sieht man. Ja, genau. Wieso hast du denn deutsche Rechtschreibungswörterbuch? Ich hab noch, darf ich das mal sehen? Ist das wirklich deins? Wolltest du damit betrügen? Ich habe noch nie so ein Ding. Okay, in the name of the new owners, aufessen! Das ist natürlich die Schrift von Nathalie, nein, die wollte mir das in die Schuhe natürlich schieben. Natürlich. Kannst du mal bitte, schreibst du mal bitte Manuel Andrack auf. Auch in der UNO. Ja. Schreibst du mal bitte Manuel Andrack auf. Ja. Du wirst, jetzt verstellst. Entweder du gibst zu, dass du es reingeschrieben hast, oder wir zeigen, dass die Mats aus der Probe, wo du Lockenwickler dran hast. Nicht wahr. Ja, mit verstellter Stimme, Schrift. Das ist ja wirklich. Nein, das ist ja. Aber guck mal, sie hat absolut verstellt. Manuel. Das ist natürlich, du kennst ihre Schrift. Das ist ihre. Es ist eindeutig Nathalie Schrift. Ja, hier. So. So, Schule ist aus. Aber diese ganze Groß- und Kleinschreiberei und dieses ganze Liebgewonnen und so weiter zusammenschreiben, das weiß doch keiner, oder? Man weiß es nicht verbindlich, man ahnt es immer. Man hat es eigentlich im Gefühl. Ja. Jetzt soll ich euch Brecht vorsingen? Ja. Nein. Ihr bleibt so sitzen? Wir können uns auch wieder... Es sind 19 Strophen. Nee, ich setze mich wieder dahin. Du setzt dich wieder dahin? Ja. Fühl mich wollt ihr sitzen bleiben oder wollt ihr... Hallo, Madame Licard. Ich habe nicht verstanden. Wollt ihr gehen oder wollt ihr sitzen bleiben? Oh, wir können ruhig bleiben. Sitzen, ne? Ja, aber ihr stört nicht. Ja. Keine Zwischenrufe. Okay. Das Lied hat aber 19 Strophen. Hier, das ist die Taschenbuchausgabe. Ich habe ja noch die schöne alte Suhrkamp-Ausgabe. Das ist Bertolt Brechts Hauspostille. Wir haben nämlich nachgedacht. Es ist so, wir wollten heute eine Friedenstaube draußen fliegen lassen. Ja. Und weil wir uns ja massiv für den Frieden engagieren. Wir konnten aber die Taube heute nicht starten lassen, weil wir zeigen um 18 Uhr auf und da schläft die Taube. An was man alles denken muss. Ja? Wenn es dunkel ist, fliegt die nicht. Die Taube war nicht zu bewegen, zu fliegen. Sven hat auf sie geschossen, er hat sie geschlagen, er hat alles gemacht. Ja? Die Taube, ab 18 Uhr fliegen die Tauben nicht mehr. Also lassen wir sie morgen starten, als Zeichen für den Frieden, weil wir da um 16 Uhr aufzeichnen. Aber der gute alte Antikriegssong kommt dir wieder zu Ehren. Reinhard May, Hannes Wader, die Pudis bei der großen Demo in Berlin. Und die Presse hat geschrieben, die eigentliche Friedensveranstaltung sei die Echo-Verleihung gewesen, denn dort hätten Leute wie Robbie Williams und jeder hat eigentlich gesagt, dass es für den Frieden ist. Wir aber sind der Meinung, als Volkshochschulsendung, niemand hat bessere Lieder zu diesem Thema geschrieben als Bertolt Brecht. Bertolt Brechts Hauspostille, meine Damen und Herren. Viele von Ihnen werden Tränen in die Augen kriegen, wenn Sie hören, dass wir jetzt hier aus Protest gegen den Krieg gleich alle 19 Strophen der Legende vom toten Soldaten aus Bertolt Brechts Hauspostille singen. Kennst du die Hauspostille? Nee, ist das erste Mal heute Nacht. Tolles Buch.
28 Jahre oder 29 war Brecht. Ich hab's gleich. Das kennt ihr von so Heimliederabenden. Hier, Legende vom toten Soldaten. Und es gibt aber auch Passagen, wo man sieht, dass es eigentlich doch nicht mehr stimmt. Der Text. Was halt, also historisch jetzt, oder? Ja, wo man sieht, das ist das Interessante, in Deutschland hat sich was verändert. Es stimmt nicht mehr. Hurra-Patriotismus oder sowas gibt es ja nicht mehr. Nee. Aber als Zeichen der Solidarität, 19 Strophen. Ihr könnt ja vielleicht im Laufe mit einstimmen, Helmut. Okay. Wenn ihr euch eingehört habt. Mhm. Ich sollte vielleicht meine Onassis-Brille aufsetzen für diesen Brecht-Song, oder? Ich finde, Brecht sollte man immer mit einer Onassis-Brille singen. Das hätte der Meister selber auch gewollt. Es würde mich nicht wundern, wenn er irgendwo in Buko abends beim Umschreiben der Stücke, die die Frauen tagsüber sich ausgedacht haben, auf seinen Namen auch eine Onassis-Brille. Haben wir die Zeit? Okay. Bertolt Brecht, Legende vom toten Soldaten, 19 Strophen. Und als der Krieg im vierten Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Helden tot. Der Krieg war aber noch nicht gar, drum tat es dem Kaiser leid, dass sein Soldat gestorben war, es schien ihm noch vor der Zeit. Der Sommer zog über die Gräber hin und der Soldat schlief schon. Da kam eines Nachts eine militärische ärztliche Kommission. Es zog die ärztliche Kommission zum Gottesacker hinaus und grub mit geweihtem Spaten den gefallenen Soldaten aus. Der Doktor besah den Soldaten genau oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat war KV und drücke sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit, die Nacht war blau und schön. Man konnte, wenn man keinen Helm auf hatte, die Sterne der Heimat sehen. Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps in den verwesten Leib und hängten zwei Schwestern in seinen Arm und ein halb entblößtes Weib. Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt, drum hinkt ein Pfaffe voran, der über ihn ein Weihrauchfass schwingt, dass er nicht stinken kann. Voran die Musik mit Chindarara spielt einen flotten Marsch. Und der Soldat, so wie er's gelernt, schmeißt seine Beine vom Arsch. Und brüderlich den Arm um ihn, zwei Sanitäter gehen. Sonst flög er noch in den Dreck ihnen hin und das darf nicht geschehen. Sie malten auf sein Leichenhemd die Farben schwarz-weiß-rot und trugen's vor ihm her, man sah vor Farben nicht mehr den Kot. Ein Herr im Frack steht auch voran mit einer gestärkten Brust. Der war sich als ein deutscher Mann seiner Pflicht gedacht, stimmt's nicht mehr bloß bewusst. Sie zogen sie mit Schinderara hinab die dunkle Chaussee. Und der Soldat, der zog taumelnd mit, wie im Sturm die Flocke Schnee. Die Katzen und die Hunde schreien, die Ratzen im Feld pfeifen wüst. Sie wollen nicht französisch sein, weil das eine Schande ist. Stimmt nur noch bedingt. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, waren alle Weiber da. Die Bäume verneigen sich, Vollmond schien und alle schrie Hurra. Mit Chindrara und auf Wiedersehen und Weib und Hund und Pfaff. Und mittendrin der tote Soldat wie ein besoffener Aff. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, kommt's, dass ihn keiner sah. So vielen waren herum um ihn mit Chindra und Hurra. So viele tanzten und johlten um ihn, dass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen und da sind nur Sterne da. Die Sterne sind nicht immer da, es kommt ein Morgenrot. Doch der Soldat, so wie es gelernt, zieht in den Heldentod aus. Zugabe! Ja. Einzelne Passagen stimmen nicht mehr. Nein, dieser Nationalismus stimmt nicht mehr. Ja? Ja, wir sind jetzt das friedfertigste Volk. Wir sind das friedfertigste Volk. Ja. Dank Brecht. Genau. Gelernt von ihm.
Aber du hast auch noch eine Zugabe. Ja, gestern natürlich. Viele wollen Mahagoni-Gesang Nummer 1 hören, auch aus der Auspostille. Aha. Ja, kennst du den Helmut? Mahagoni-Gesang Nummer 1. Auf nach Mahagoni, die Luft ist kühl und frisch. Dort gibt es Pferd und Weiberfleisch, Whisky und Pokertisch. Bam! Schön, muss die Band immer vorstellen. Bam! Und schöner grüner Mond vom Mahagoni, leuchte uns, denn wir haben heute hier unterm Hemd Geldpapier für ein großes Lachen deines großen dummen Munds. Bam, 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 bam. Auf nach Mahagoni, der Ostwind, der geht schon. Dort gibt es frischen Fleischsalat und keine Direktion. Schöner grüner Mond von Mahagoni, leuchte uns, denn wir haben heute hier unterm Hemd Geldpapier für ein großes Lachen deines großen dummen Munds. Bam, 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 bam. Auf nach Mahagoni, das Schiff wird losgeseilt. Die Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Philis, die wird uns dort geheilt. Bam! Schöner, grüner Mond von Mahagoni, leuchte uns, denn wir haben heute hier unterm Hemd Geldpapier für ein großes Lachen deines großen dummen Munds. Aus! Hey!